was machen Sachen? Heute gibt es ein neues Tutorial. Heute ist der zweite Teil. Jetzt geht es um Selektieren. Das heißt, ich werde euch zeigen, wie man etwas selektiert, wie man etwas ausschneidet und dann ein paar Beispiele, was man dann jetzt so anstellen kann, wenn man irgendwas selektiert hat. Ich werde euch jetzt ein paar Tools vorstellen, die jetzt ums Selektieren sich handeln, wie man halt irgendwas ausschneiden kann. Wie in Photoshop üblich gibt es verschiedene Wege, sein Ziel zu erreichen. Man kann teilweise kommt es aufs Bild drauf an, es kommt auf den eigenen Workflow an. Ich zeige jetzt einfach an ein paar Beispielen, wie man denn irgendwas ausschneiden könnte oder selektieren könnte. Das erste Werkzeug diesbezüglich aus unserer Toolbar ist einmal hier die Geschichte. Die Auswahlwerkzeuge ist einmal das normale Rechteck oder eine Ellipse. Es gibt auch auch einzelne Pixelreihen, wobei ich mir nicht sicher bin, wozu man die nutzen könnte, aber sie existieren. Wer sie braucht, braucht sie. Es ist wirklich eine Pixelreihe. Je nachdem, wie groß dein Bild ist, sieht man sie halt einfach legit einfach gar nichts. Es ist halt wirklich eine Reihe Pixel. Ja, wie gesagt, sie existiert. Ich möchte es euch nicht verschweigen. Naja, und generelle Shortcut ist Steuerung D ist deselektieren, dann ist alle Selektion weg. So, bei den Selektionswerkzeugen an sich, die haben vom Aufbau hier oben alle einen ziemlich ähnlichen. Das Wichtigste wird sein, sind einmal die hier einfach, wie ihr das Tool benutzt. Das erste Symbol bedeutet einfach nur, ihr könnt nur eine Selektion pro Zug erstellen, wenn man so will. Die könnt ihr hin und her schieben. Hier könnt ihr dann addieren. Sprich, ihr macht immer mehr dazu. Hier könnt ihr subtrahieren, das seht ihr wieder. Wählt es von der Selektion ab. So könnt ihr dann halt verschiedene Sachen ausschneiden. Ist halt praktisch gerade am Anfang, um irgendwas grob auszusortieren. Und das hier schneidet nochmal das nicht selektierte aus. Das untere ist weg, was ich nicht selektiert habe. Es bleibt nur noch der hier. So kann man dann halt auch grob erstmal alles ausschneiden, dass man einen Überblick bekommt oder halt schnell irgendwas machen möchte. Gleiches Spiel auch mit unserer Ellipse. Einzeln, mehrfach, weniger und wegschneiden. Die sind bei allen Selektionswerkzeugen gleich. So, die nächsten Tools ist eine Erweiterung von unserer Formsuche, nenne ich es jetzt mal. Formauswahl. Ist einmal das Lasso-Werkzeug, ist quasi einmal Freihand ausschneiden. Auch hier haben wir wieder einfach subtrahieren. Das Einfache, das Addieren, das Subtrahieren und so weiter. Ist halt auch ganz praktisch, wenn man schnell irgendwas ausschneiden möchte. Jetzt hier den Vogel mal ganz grob nur. Zack, Vogel ausgeschnitten. Oder selektiert. Wir haben ja noch nicht ausgeschnitten, wir haben bis jetzt nur selektiert. Eine Abwandlung vom Lasso ist das Polygon-Lasso-Werkzeug, wo man dann einfach halt durchklickt, ganz gerade Linien macht. Doppelklick und zack. Hat man halt gerade Kanten. Ist ganz praktisch bei Gebäuden. Gibt es auch in magnetisch, wo er sich dann guckt, so ein bisschen an die Sache ranlegt. Funktioniert jetzt nicht ganz so knorke bei unserem Vogel, weil es doch was Organisches ist. Es ist halt mehr so Sachen, die funktionieren richtig gut bei Gebäuden oder irgendwas, was gerade ist. Beim Vogel jetzt so semi-gut. Geht auch. Das nächste ist wahrscheinlich das Bekannteste, das jeder bestimmt schon mal gehört hat. Das ist unser Zauberstab, der hat auch ein bisschen mehr Auswahl als die anderen Werkzeuge. Hier wieder ein Lasso. Einfach anklicken und er sucht die Farbgruppen raus. Mit der Toleranz kann man eingeben, wie stark er jetzt die Farbgruppen miteinander abgleicht. Jetzt bei 100% Toleranz sagt er, okay, ich habe ganz viel im Spektrum drin. Wie man auch sieht hier bei unserem Vogel, jetzt nimmt er hier das Stück Weiß mit, weil da ist ein leichter Grünstich drinne, sagt er, okay, die Toleranz ist so hoch, da ist irgendwo mit Grün drinne, den selektiere ich mit aus. Die Toleranz niedriger, jetzt machen wir mal 30, sagt er, okay, ich habe weniger Toleranz in der Gruppe, sagt, ich nehme nur das, wo wirklich dieser bestimmte Grünton mit drinne ist. So kann man dann halt auch Bilder, die halt einen einfarbigen Hintergrund, der im Kontrast zum Objekt steht, das man ausschneiden möchte, sehr gut und sehr schnell ausschneiden. Wir können hier einstellen, ob man auf allen Ebenen, quasi auf dem, was er sieht, arbeitet. Dann nimmt er auch so Sachen wie das hier mit.
Sagt er, deshalb selektiere ich aus? Oder sagt er, ich möchte nur auf einer Ebene arbeiten? Dann ignoriert er das, was halt nicht auf der Ebene ist. Kann halt doof laufen, wenn man eine falsche Ebene hat. Und sagt sich, huch, was zur Hölle wählt der denn aus? Das macht ja irgendwie doch keinen Sinn. Das macht er falsch in der Ebene. Kommt auch immer darauf an, wie man arbeitet, ob mit mehreren Ebenen oder nicht. Dann haben wir die Abwandlung davon, das Schnellauswahlwerkzeug. Der sortiert einem quasi beim Zeichnen die Gruppen mit. Funktioniert bei Sachen mit hohem Kontrast wie zu unserem Schnabel recht gut. Bei der Kehle sollte es wahrscheinlich Probleme geben, weil die doch, ja, doch recht grün ist, auch hier vorne. Wir können hier keine Toleranz wirklich einstellen. Ist ein bisschen frickig gesagt, hier beim Schnabel funktioniert super, wo es halt deutliche Farbunterschiede gibt, wo es ähnlicher wird, wird schwieriger. Da muss man dann halt nacharbeiten, aber das hat man bei den meisten Selektionswerkzeugen. Man muss immer ein bisschen nachfeilen. Dann gibt es auch die Objektauswahl. Die sortiert das aus, was in diesem ausgewählten Bereich ist. Hier sagt er, okay, ich habe jetzt das, was ich als grün empfinde, aussortiert. Funktioniert auch okay. Man muss halt immer gucken, was für einen selber funktioniert. Ich persönlich nutze gerne den Zauberstab und das Lasso und sortiere mir das alles aus und mache dann Feinarbeiten später dann, wenn wir eine Maske drüber gelegt haben. Dazu kommen wir dann später. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, um irgendwas per Farbe auszusortieren. Funktioniert auch gut, wenn man jetzt Sachen hat, die farblichen eindeutig, also die einen ziemlich einfarbigen Hintergrund haben und das Objekt, was wir aufschneiden wollen, im Kontrast dazu steht, sprich die Farbe nicht haben. Einmal unter Auswahl. Den Farbbereich. Das ist auf dem zweiten Bildschirm gelandet. Dann bekommen wir ein zweites Fenster offen. Ich mache es mal hier hin. Da können wir auch sagen, okay, sortiere mir bitte alle aus, was grün ist. Also indem wir hier einfach mit dem Pipettentool sagen, okay, die Farbe möchte ich aussortieren. Such mir bitte alles aus, was irgendwie ein bisschen grün ist. Dann zeigt auch hier die Farbe nochmal an. Und hier können wir auch wieder die Toleranz einstellen. Und wir sehen an unserem Bild, das, was weiß ist, wird ausselektiert, das, was schwarz ist, nicht. Okay. So müssen wir den eigentlich doch recht gut ausgeschnitten bekommen. Und schon sortiert das Programm halt das aus. Man muss halt immer nacharbeiten, aber das hat man ja immer. Jetzt wissen wir, wie wir etwas selektieren können. Jetzt wollen wir wissen, was können wir jetzt damit anstellen, wenn man selektiert hat. Dazu selektieren wir uns unseren Vogel ganz grob. Ich arbeite jetzt auch hier nicht so fein. Soll ja nur zur Anschauung sein. Ich soll ja kein Meisterwerk werden. Und hier auch wieder Kleinigkeiten müssen nachgebessert werden. Achso, das ist eine Feder, die kann bleiben. So, das alles. Obwohl das Weiße bräuchte man eigentlich nicht aussortieren, weil das ist ja schon weiß. Vielleicht aber höchstens den Rand. So, okay. Wir können jetzt einfach hingehen und sagen, okay, entfernen, Hintergrund weg. Kann man machen. Ich persönlich versuche so zu arbeiten, dass ich dann halt sagen kann, ich kann später auf das Bild nochmal zugreifen. Das entweder benutze ich eine Maske. Und auch er schneidet halt erstmal das raus, was nicht selektiert ist. Kein Problem. Ihr geht auf die Maske, Steuerung I, das alte Umkehren. Funktioniert halt bei einem Schwarz-Weiß super gut, weil Farbumkehr und Schwarz-Weiß geht 1A. Ich habe mir das jetzt halt als Maske angelegt. Das heißt, ich kann später, falls ich dann möchte, weil irgendwas mir nicht so gefällt, später nochmal auf das Bild zugreifen und sagen, okay. Das schneide ich weg. Ups, ich soll auch vielleicht auf die Maske gehen. Ich habe hier irgendwas weggeschnitten, das ich dann doch wieder haben möchte und kann das halt hinzufügen. Oder ich kann auch sagen, ja, nee, das hätte ich dann doch gerne weg. Die stört mich, obwohl sie dazugehört. Kann ich dann immer wieder auf das Bild drauf zugreifen. Falls man jetzt auch weiter das Bild bearbeiten möchte, via Clipmess zum Beispiel, funktioniert das auch 1A mit der Maske. Wir machen unsere Schnittmaske, nicht Clipmess. Englisch-Deutsch, ja. Sagen, okay, ja, am Vogel ist mir doch zu wenig lila. Komm, geh lila. Haben wir einen Pinsel. Na komm.
Und auch hier, er schneidet wirklich das aus, was ausmaskiert ist. Also ihr könnt da auch Effekte etc. direkt nur auf das Bild projizieren. Kein Problem. Wie gesagt, ihr könnt halt später, wenn ihr weiter im Bild seid, auch nochmal Sachen entfernen, hinzufügen, ohne Probleme. Eine Sache, die ich euch noch an Selektion zeigen möchte, weil ich auch nicht weiß, wo ich die anders unterkriegen, ist einmal das Perspektive-Freistellungswerkzeug. Ist einfach dafür da, wenn ihr irgendwann ein Bild habt, gerade von Häusern, was groß ist, hat man ja immer mal eine perspektive Verzerrung drinne. Das kann man hier mit ausgleichen. Mal einfach einstellen und halt einfach darauf achten, wie die Verzerrung ist. Hier hat man halt als Fixpunkt, habe ich mir den Bordstein genommen. Bei dem Haus an sich ist es schwieriger. Ich gucke hier, dass ich das Dach so ein bisschen hinkriege. Dann halt hier möglichst gerade. So ist doch okay. Und dann kriegt man also Verzerrungen aus dem Bild raus. Ist eine Möglichkeit, ist die gewollte Möglichkeit. Man kriegt aber auch ganz sehr, sehr, sehr dynamische Bilder hin, indem man es halt komplett übertreibt und sagt, okay, ich schaue hier alles direkt nach vorne. Hier hinten werde ich super klein. Und dann geht auch sowas. Da gibt es lustige Effekte, je nachdem, was ihr machen könnt. Wenn man es richtig nutzen kann, kriegt man echt dynamische Sachen hin. Da muss man halt ein Gespür für kriegen. Was ich auch noch habe, ist hier unser Freistellungswerkzeug. Ist einfach unser Canvas zusammenschneiden. Ist halt das gesamte Canvas. Zack, das ist nur noch so groß. Ist dann halt praktisch, wenn man wie ich hier immer auf einem Quadrat arbeitet und dann später sagen will, okay, fürs fertige Bild, fürs Rausspeichern, dann schneide ich mir das so zusammen, wie ich es brauche. So, das sind jetzt unsere Tools, die man benutzen kann. Jetzt wollen wir ein bisschen was mitmachen. Der klassische Sinn ist ja, wir schneiden etwas aus und fügen es in einem neuen Bild zusammen. Das machen wir jetzt. Wir haben ja eine süße Miezekatze. Die schneiden wir aus. Ja, funktioniert auch hier so semi. So, das ist auch wieder eine Sache, die würde ich persönlich dann hier am Schweif später in der Maske machen. Das zeige ich euch dann auch gleich. Ich schneide die grob aus. Einmal das Lasso. Ich schneide mir das grob aus. Muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Jetzt habe ich mir das Gröbste halt ausselektiert, da habe ich mir viel Arbeit gespart. Vielleicht hier noch am Ohr, das ist ein bisschen viel. Sag okay, so bin ich jetzt eigentlich schon zufrieden. Und sag okay, jetzt ist der Punkt, wo ich sage, ich habe mir das Größte rausselektiert, die meiste Arbeit. Jetzt hau ich mir die Maske, jetzt mache ich mir die Maske drauf. Und geh da nochmal drüber mit dem Pinsel. Dazu sind die Masken halt auch sehr praktisch, um diese Feinheiten nochmal zu machen. Achso, ich nehme auch den Pinsel. In Weiß. Ich werde jetzt hier auch nicht so super arbeiten, dient hier nur der Vorführung. So haben wir unsere Katze doch schon ganz gut ausgeschnitten. Hier oben haben wir noch einen Streifen, aber ansonsten ist unsere Katze so fertig. Da ich die ja jetzt in der Größe auch bearbeiten möchte, mache ich aus dem ganzen Ding hier mit der Maske, mache ich aus dem ganzen Ding hier mit der Maske zusammen einfach ein Smart-Objekt. Weil so können wir, wie wir bei Formatierung schon gelernt haben, kleiner, größer machen, wie wir wollen. Wir haben keinen Verlust im Bild. So, packen wir unsere Katze auf ein Sofa. Ups.
Das ist so der klassische, wo eigentlich, glaube ich, jeder dran denkt mit Photoshop, ich schneide irgendwas aus und platziere es woanders. Unsere Katze finde ich doch so ziemlich alleine. Hier kriegt noch einen kleinen Freund. Kriegt hier noch so ein Hühnchen. Auch den. Achso, ja. Auch den schneide ich einfach ganz grob mal aus. Funktioniert hier auch nur so semi. Ihr seht, hier wird es halt auch wieder schwieriger, weil der Hund doch schon eine ähnliche Farbe hat wie unseren Hintergrund. Gerade hier am Boden. Aber da kann man ja reinzoomen. Ja, okay. Den hier brauche ich. Das Schöne ist halt, umso besser die Auflösung von dem Bild ist, umso einfacher geht das. Kann ich hier noch irgendwas ausselektieren? Okay, hier ist halt so eine Sache. Entweder man macht sich die Mühe und selektiert sich das alles einzeln aus, oder geht dann halt später in der Maske drüber. Da ich ja lieber zeichne, gehe ich dann bei sowas, bevor ich mir hier die Mühe mache und mich abrackere, sage ich, okay, ich gehe mir dann in der Maske das alles nochmal richtig holen. Ich schneide hier nur das Gröbste aus. So, hier. Ja, kriege ich auch noch mit. Wenn man mal mit dem Maus arbeitet, nicht mit dem Tablet. So, dann habe ich auch gesagt, okay, ich habe mir hier wieder das Gröbste ausgeschnitten. Mach dann wieder meine Maske drauf. Steuerung I. Zack, da ist mein Hund. Moment, es lenkt ein bisschen ab. Ich habe hier ein Stück noch. Da gehe ich dann jetzt halt einfach wieder mit dem Pinsel drüber. So, soll ja nur ged der Gedanke rüberkommen. Auch hier wieder, wir haben es ausgeschnitten. Ein Smart-Objekt. So, jetzt haben wir unseren Hundi. Und setzen wir zu der Katze noch den Hund. So, das ist das, worüber man an Photoshop wahrscheinlich am ehesten denkt, wenn es um ja, Bilderbearbeitung geht, irgendwas ausschneiden, woanders sein, platzieren. Funktioniert mit Selektion. Sowas kann man dann halt auch sagen, okay, ich packe mir das eine in eine Gruppe und habe das Bild als Gruppe. Was auch geht, kann man hier machen. Machen wir jetzt bei unserer schönen Miezekatze. Schon wieder eine Katze. Sagen, okay, ich selektiere mir jetzt eine Sache aus. Unserem Fall nehmen wir mal die Augen. Und wir nehmen nochmal die Nase dazu. Okay, funktioniert nicht so gut. Dann die Toleranz mal runter. Und die Zunge. Ein bisschen was raussticht, das war zu viel. Das will ich nicht mehr. Ich möchte nur das, was rosa ist. Da lege ich jetzt aber keine Maske drüber, da mache ich gleich was anderes. Halt nicht Minus Plus. So, wir haben jetzt einmal die Augen und die Nase selektiert. Jetzt kann man sagen, okay, ich mache eine neue Layer drauf. Die Selektion bleibt bestehen, die bleibt so lange bestehen, bis ich dem Computer sage, nee, ich brauche sie nicht mehr. Da kann ich zum Beispiel sagen, mit einer Farbe gehen wir an die Augen und ändern die Farbe. Ich habe es halt hier nicht sauber ausgeschnitten. Jetzt am Tablet machen müssen. So. Egal, passt schon. Der Gedanke soll ja rüberkommen. Ich sage, okay, ich habe hier jetzt eine Farbe drüber. Ich nehme mir einen Effekt-Layer und guck mal, was so gut funktioniert. Ich glaube, ja, obwohl wir nehmen hier so krass grün. Mit Abdunkeln haben wir doch hier doch schon mal. Hallo, würdest du weggehen? Doch schon sehr grün. Vielleicht einen anderen Grünton? Nee. So, jetzt haben wir echt schöne grüne Augen. Bei der Nase machen wir jetzt was anderes. Dazu brauche ich die Augen nicht mehr. Die kann ich sagen, okay, die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich mache mal das auf einen neuen Layer, weil ich arbeite immer so, dass ich halt eine Sache auf einen Layer habe.
Jetzt, ich habe die Augen auf einem. Dann könnte ich ja zum Beispiel hier sehen, da ist ja noch ein bisschen grün. Das könnte ich dann später wegmachen. Machen wir gleich. Machen erstmal die Nase. Sag, okay, Farbe kann ich ja auch so drauf malen. Kann ja dann hingehen in Ebene und ich male dann einfach so drauf. Selektieren kann man dann zum Beispiel den Gradienten super drauflegen. Ist dann halt sowas. So, Fülleffekt. Hier so ein Gradienten drauflegen. Ist bei Füllwerkzeugen hier, Verlaufswerkzeug. Dann nehmen wir mal zwei Farben. Der erste ist dann halt, er nimmt das, was wir hier unten haben. Sag ich, okay, ich nehme hier dann einmal noch so ein herzhaftes Pink. Und hier nehme ich so ein ganz sanftes Lila. Man kann ja mal gucken, wie es aussieht. Und zack. Dann auch wieder hier mit einem Layer. Sättigung etwas runter. So haben wir dann halt auch, ja, man kann halt Farbe hinzufügen. Je nachdem, was man damit anstellt. Halt, gerade bei Augen kommt das immer ganz gut, wenn man da ein bisschen rumspielt. Haben wir hier. Mal radieren. Wieso radierst du nicht? Hard Round. Ich auf dem falschen Layer bin, dann funktioniert das auch. So Feinheiten dann wieder nachbearbeiten. Und so könnte man halt ein bisschen mehr Farbe in verschiedene Sachen reinbringen. Eine Möglichkeit. Einfach Farbe drüber malen oder ein Gradient drüber legen. So, nächste Möglichkeit ist hier bei unserem Chamäleon. Ich selektiere mal wieder den Hintergrund, weil der halt doch deutlich einfarbiger ist wie das Chamäleon an sich. Funktioniert hier auch super, weil der Kontrast halt doch sehr stark ist. So, ich habe hier noch so ein paar einzelne Friesen rumfliegen. Weg damit, weg damit. So, der hier noch. Dann auch wieder. Ich mache mir eine Maske drauf. Steuerung I. Habe ich jetzt nur das Chamäleon. Jetzt möchte ich. Ich finde das Chamäleon in Rot jetzt nicht so schön. Ich könnte wie vorher auch eine Farbe nehmen, einfach drüber legen. Ich kann aber auch mit Adjustment Layer arbeiten. Oder mit Korrekturen heißen die hier. Gibt verschiedene. Dazu werde ich noch ein Tutorial machen. Der nützlichste, persönlich finde ich, ist hier Farbton und Sättigung. Dann können wir sagen, okay. Ich möchte mein Chamäleon, dann nehmen wir es in Blau, hier so dunkelblau. Ich möchte ein bisschen weniger Farbe, also die Sättigung. Obwohl, wir machen, wenn wir schon dabei sind, machen wir volle Kanne Sättigung rein. Machen wir es heller, machen wir es dunkler, wir machen es dunkler. Also so kann man halt die komplette Farbe für ein Bild ändern. Auch hier wieder, diese Dinger könnt ihr wie in der Schnittmaske auf ein Bild nur festlegen, dann bleiben alle anderen Sachen nicht beeinflusst. Nur das, worauf ihr das selektiert. Funktioniert auch. Ihr könnt das auf Masken anwenden. Dann wird halt alles in der Maske beeinflusst. Dann können wir unseren, ja, was weiß ich, ja, unser grünes, wir könnten jetzt unser Chamäleon hier das Blaue ins Weltall packen oder so. Oder hier. Das letzte Beispiel, wie man halt auch mit Adjustment Layer arbeiten kann. Ich selektiere mir hier unseren Kollegen mit Schwimmreifen aus. Funktioniert hier auch ganz gut. Na, vielleicht die Unterbuchse nicht so ganz. So, okay. Jetzt haben wir uns hier einen Bildausschnitt selektiert. Diese Adjustment Layer funktionieren auch nur, wenn ihr irgendwas ausselektiert habt. Wie hier, wir haben den schönen Wasserfall. Und mache hier auch wieder Farbton-Sättigung drauf. Er hat hier wieder eine Maske erstellt für das, was wir selektiert haben. Da kann man sagen, okay, das Selektierte, dann mache ich die Farbe höher. Wie seht ihr, es geht nur der Wasserfall wird höher. Am besten zeigt es ja, wenn ich aber die Farbe komplett rausnehme. Da hat man so ein schönes IKEA-Bild. Irgendwas im Hintergrund ist grau und hier vorne ist bunt. Machen wir mal so einen richtig kräftigen Wasserfall. Dann dupliziere ich mir den. Und jetzt verarbeiten wir unseren Menschen. Kann man sagen, okay, ich setze erstmal alles auf 0. Ausgangsposition.
Ich möchte, dass der Hintergrund ein bisschen mehr auffällt. Also mache ich den hier ein bisschen heller, ein bisschen weniger Kontrast. Und dem Sonnenbrand geben. Machen wir mal ein bisschen rot. War zu lange in der Sonne. So könnt ihr dann halt auch verschiedene Sachen in nur einem Bild bearbeiten. Könnt ihr machen. Wie gesagt, ich würde mir halt das Ding zigmal duplizieren für jeden Schritt, den ich brauche. Einmal für den Menschen mit dem Boden und dann einmal für den Hintergrund. Hätte ich mir verschiedene Layer gemacht. Das dann halt bei mir so aussieht. Du bist auf dem Menschen, du bist auf dem Hintergrund, so habe ich es halt flexibler. Falls irgendwas ist, kann ich dann halt wieder was dazu machen, wieder was wegmachen. So, das soll es mit dem Tutorial für heute gewesen sein. Wir haben alles Mögliche ausselektiert. Ich habe euch gezeigt, wie könnt ihr was ausselektieren, welche Wege gibt es und was kann man damit jetzt eigentlich anstellen, wenn man irgendwas selektiert hat. Ich hoffe, ihr fandet das informativ, euch hat das gefallen und ja, vielleicht wollt ihr ein bisschen selber was basteln. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie ich was bastel, ich habe jetzt auch angefangen mit Edit-Streams, indem ich einfach Bilder von Leuten nehme, die mir geschickt worden sind und die dann bearbeite. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Die Bilder sind auch wie immer von Pexels, das schicke ich euch auch in die Videobeschreibung. Und danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch einen schönen Tag noch.